Wenn man so will, liebe Schwestern und Brüder, kommt Matthias prominent im Neuen Testament vor. Von manchen Aposteln wissen wir nicht viel mehr, als dass sie dazugehörten. Aber ihr weiteres Schicksal ist ungewiss. Das hat Matthias mit einigen der Apostel oder mit vielen von ihnen gemein. Wir wissen nicht sehr viel über seinen Verbleib. Wir wissen wohl, wir haben das eben in der Lesung gehört, wie er zum Apostelkollegium der Zwölf hinzugewählt wurde. Er ist einer, der das öffentliche Leben Jesu geteilt hat. Einer von den 72. Einer, der Jesus begleitet hat, mit Jesus gelebt hat. Der Zeuge ist der Auferstehung. Und zugleich ist er einer, der keinen großen Namen hat. Der Gegenkandidat, wenn man das so will, ist durchaus bedeutend. Er heißt nicht nur Josef, er heißt Josef Barsabbas, Josef, Sohn des Vaters. Und er hat noch einen Beinamen, der ihn bis noch einmal auszeichnet, Justus, der Gerechte. Ja, also bitteschön. Wenn heutzutage so einer daherkäme mit solchen Dekorationen auf der Brust, da wüsste man schon gleich, wer da ausgewählt würde. Da müsste man gar nicht mehr beten, geschweige denn das loswerfen. Aber die Apostel tun es anders. Sie beten und überlassen die Entscheidung im Losentscheid Gott selber. Und es wird Matthias. Wie schön, dass es eine ostkirchliche Überlieferung gibt, die uns den Geburtsort dieses Apostels verrät. Er teilt ihn nämlich mit unserem Herrn selber. Die ostkirchliche Überlieferung weiß zu berichten, dass Matthias aus Bethlehem stammt. Und wir können gleich durchaus jenes Wort aus dem Propheten Micha erneut hören, das uns aus dem Weihnachtsgeschehen so vertraut ist. Du, Bethlehem, bist eben nicht die geringste unter den Gauen Judas. Denn aus dir geht einer hervor, der der Fürst Israels sein wird. Es ist die Spur Jesu, auf die der Zwölfte im Apostelkollegium als Ersatz für den Überlieferer Judas verpflichtet wird. Er muss mit unserem Herrn gegangen sein, er muss sein Zeuge gewesen sein, er muss sein Leben geteilt haben. Und es ist die Spur, die in Bethlehem beginnt. Es ist eine sehr einfache Spur. Es ist nicht die Spur, die etwas hermacht. Es ist nicht die Spur der großen Namen. Es ist nicht die Spur der Karriere. Es ist die Spur der Einfachheit. Die Spur dessen, was wir dann später apostolisches Leben nennen werden. Diese Spur finden wir bei Matthias vom Anfang bis zum Ende. In seiner einfachen Herkunft aus Bethlehem und wahrscheinlich bei seinem nicht näher überlieferten Tod in Äthiopien. Wenn man boshaft wäre, könnte man sagen, nun am Ende schafft er es sogar bis Trier. Aber wir sind Gottlob nicht boshaft. Dort verehren wir nun seine Gebeine. Und damit haben wir diese Spur mitten unter uns. Und es liegt an uns, ob wir diese Spur, die in Bethlehem beginnt, aufnehmen. Ob wir Kraft genug haben, uns zu diesem apostolischen Leben neu zu entscheiden. Was wäre heute notwendiger als dies?